Das ist die Web-Talk-Show. Mein Name ist Nico Gutjahr. Ich habe einen Buchtipp für euch. Der Verjüngungsplan erschien im Gref und Unser Verlag. Und die Autorin kennt ihr alle. Fernsehmoderatorin, Buchautorin, Journalistin und Mensch. Ich freue mich, dass sie da ist. Nina Ruge, wie geht's dir und wo bist du? Hallo Mensch, Nico. Geht mir gut. Alles ist gut. Wirklich. Das freut mich sehr. Der Verjüngungsplan. Was hast du uns denn da für ein Buch fertig gemacht? Ach, weißt du, das ist das vierte in der Reihe der Longevity-Bücher, die ich geschrieben habe. Und das geht um ein ganz neues Thema, das in den USA schon gigantisch aufgepoppt ist und hier in Europa so langsam Fuß fasst. Was passiert in unserem Körper, in unseren Zellen, molekularbiologisch beim Alter? Ja, also wenn wir älter werden. Und das heißt, wir versuchen rauszufinden, was schiefläuft, um dann Maßnahmen zu ergreifen, Lebensstil, aber natürlich auch Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel und so, um länger gesund zu bleiben. Nicht älter zu werden, nach dem Motto 120, sondern vielleicht 90, das ist mein persönliches Ziel, 90, gesund und dann ganz schnell sterben. So, und der Verjüngungsplan ist das vierte Buch. Die ersten, da habe ich, im ersten beiden habe ich so die Grundlagen erklärt. Was passiert denn da in den Zellen? Das ist wirklich Molekularbiologie, aber beides sind Spiegel-Bestseller. Das finde ich wahnsinnig toll. Und dann kamen die Fragen, ja, was machen wir denn jetzt ganz konkret? Ernährung. Die Ernährung soll 80% gemüsebasiert sein. Ich weiß jetzt nicht, Nico, ob du das so richtig toll findest, um eben wirklich den Langlebigkeitseffekt zu erzielen. Und dann haben wir ein Kochbuch gemacht, ein vegetarisches, auf der Grundlage des Wissens über die Langlebigkeit. Und dann haben die Leute gesagt, ja, aber wir schaffen das jetzt nicht so ganz richtig und außerdem wollen wir es ganz effizient machen. Also habe ich jetzt nochmal mit dem Stefan Henschel, ein ganz, ganz fantastischer vegetarischer Koch, mit dem zusammen nochmal Rezepte gemacht, und zwar mit den Gemüsen, und jetzt kommt's, die besonders viel der Langlebigkeitswirkstoffe, also sekundäre Pflanzenstoffe, Polyphenole, enthalten. Und diese Liste der gehaltvollsten Gemüse- und Obstsorten und Nüsse und Bohnen und so, die hat uns ein Biochemiker gemacht. Das ist die erste Liste weltweit, die sagt, in den und den und den Gemüsen ist am meisten drin. Daraus hat der Stefan die verschiedenen Rezepte gemacht, über 70. Und ich habe noch einen Ernährungspsychologen, einen sehr, sehr renommierten, das ist Professor Klotter, der uns hilft, wer sagt so, ich 80% gemüsebasierte Ernährung, das möchte ich ja schon gerne, aber ich schaff's nicht, der einem dabei hilft, die Ernährung umzustellen. So. Und mittendrin ist halt auch, wie du schon gesagt hast, die Hitliste der verjüngenden Lebensmittel. Und da werden natürlich alle Ohren sehr, sehr groß. Jetzt ist das Thema für dich so wichtig, auch über die letzten Bücher ja schon hinweg. Wie ist denn das mit dir und dem Thema Älterwerden? Naja, ich bin jetzt 66 beschäftige mich seit 5 Jahren mit fast nichts anderem als mit der gesunden Langlebigkeit, der Zellbiologie des Alterns. Und da gucke ich natürlich ganz besonders sensibel auf mich selbst und merke natürlich die Dinge, die da so passieren, besonders intensiv. Das denke ich schon. Also zum Beispiel, dass die Zellkraftwerke nicht mehr ganz so gut arbeiten, nicht mehr ganz so viel Power haben. Das merkst du daran, dass du halt man längere Regenerationsphase. Wie alt bist denn du eigentlich? Ich bin 39, 40. Okay, also du merkst davon noch nicht viel, aber so langsam geht es mit deinen Zellkraftwerken, den Mitochondrien, auch schon bergab, nämlich ab dem 25. Lebensjahr. Jedes Jahr ungefähr 1% an Mitochondrienleistung, also da hast du schon ein bisschen Einschränkung. Naja, und ich merke schon, dass ich längere Regenerationsphasen brauche und ein bisschen mehr Schlaf. Ich habe früher unheimlich wenig geschlafen. Einfach, weil ich so viel gearbeitet habe, aus großer Leidenschaft heraus. Heute brauche ich tatsächlich mehr Schlaf. Naja, und ich ernähre mich auch sehr, sehr konsequent. Ich mache das ganze Sportprogramm, das ich selber empfehle. Ich achte auf Atmung und all die Sachen, auf Nahrungsergänzungsmittel, die getestet sind, die wissenschaftlich einigermaßen basiert Vorteile liefern. Ja, und jetzt geht's halt darum, auch rauszufinden, und das wird dann mein nächstes Buch, welche Zukunftstherapien werden kommen, und das ist auch wieder wahnsinnig spannend. Hammermäßig. Aber ich habe da jetzt eine leichte, traurige Nachricht rausgehört. Das heißt, nach deiner eigenen Rechnung
bist du ja gar nicht mehr so lange da. Naja, also mein biologisches Alter, das ist auch ein wichtiges Thema in dieser ganzen, in Häkchen, Longevity-Szene. Also alle Menschen, die an dieser gesunden Langlebigkeit sehr interessiert sind und an den wissenschaftlichen Ergebnissen dazu, die messen natürlich ihr biologisches Alter. Das chronologische Alter, das liegt natürlich fest. Das ist durch das Geburtsdatum definiert. Also ich bin 66. Aber das biologische Alter, das zeigt deine Zellfitness. Und das kannst du heute seriös messen mit einem Speichel- oder mit einem Bluttest. Ein epigenetischer Test, der zeigt, wie stark deine DNA schon, also dein Erbgut, schon in Richtung Altersveränderungen und Schlappheit sozusagen, um es plump zu formulieren, gewandelt ist, altersbedingt. Und das kann man sehr genau algorithmenbasiert ausmessen. Und das habe ich mit einem Bluttest gemacht und mit einem Speicheltest. Und immerhin bin ich 6 Jahre jünger. Also ich habe noch, wenn ich das schaffe, was ich mir vorgenommen habe, noch 30 Jahre. Gesund, das ist das Entscheidende. Es geht darum, das Siechtum am Ende des Lebens, das Pflegeheim, die Krücken oder den Rollstuhl und all das, das zu verhindern, die Multimorbidität, wie es heißt, also die vielen Alterskrankheiten, die mit der Schwächung der Zellkompetenzen, also unserer Power der Zellen, irgendwann kommen, die Alterskrankheiten nicht in dich reinzulassen, also von der Bettkante zu schubsen. Ich möchte mit dir noch ein wenig in die Vergangenheit springen. 10 Jahre hast du Leute heute beim ZDF moderiert und ich habe das nicht so ganz verstanden, dass danach niemand auf die Idee kam, ein neues Boulevardmagazin mit dir zu machen. Oder kamen ganz viele Leute auf die Idee, aber du hast gesagt, nee, danke. Naja, denk mal dran, das war 2007, da war ich 51 Jahre alt. Mit 51 bist du im deutschen Fernsehen nicht mehr so interessant. Ist einfach so. Ich habe dann noch viele Sendungen moderiert. Ich habe eine Talkshow im bayerischen Fernsehen gemacht. Ich habe noch vieles andere gemacht, auch fürs ZDF. Aber mir eine neue Sendung anzubieten, ist in dem Alter natürlich überhaupt nicht zu erwarten gewesen. Und das passierte auch nicht. Das ist ganz klar. Männer werden schon ein bisschen älter. Das ist eine gewisse Altersdiskriminierung für Frauen. Vielleicht auch besonders bei den Öffentlich-Rechtlichen. Das sage ich jetzt ohne Unterton, weil die natürlich verpflichtet sind. Und die müssen es irgendwie schaffen, die jungen Leute an die Bildschirme zu kriegen, obwohl sie nicht so stark in Social Media gehen können. Und das ist natürlich eigentlich eine ganz, ganz schwierige Herausforderung, weil die jungen Leute natürlich kaum noch Fernsehen. Egal, was du tust, kannst du auf den Kopf stellen und mit den Beinen wackeln. Aber da braucht man halt auch jüngere Moderatoren. Das ist halt auch eine ganz wichtige Strategie der Öffentlich-Rechtlichen. Für viele Menschen ist das 18. Lebensjahr super. Man wird endlich ernst genommen teilweise. Man kommt an Orte, an die man vorher nicht gekommen ist. Bei dir war es so, dass du mit 18 Jahren tiefer Einblick in deine eigene Familiengeschichte bekommen hast. Ist das 18. Lebensjahr dadurch getrübt gewesen? Nee, gar nicht. Sondern ich war damals, ich gehöre ja zu den erstens geburtenstarken Jahrgängen und zweitens zu den nach 68ern. Also ich war zu jung für die 68er-Bewegung, aber trotzdem, ich war so angesteckt. Ich war so eine ganz Linke. Und ich habe immer gegen die Zionisten und dieses ganze Israel gemeckert. Und mein Vater hatte mir aber nie erzählt, dass er Halbjude ist und auch das Lager überlebt hatte. Und als er mir dann sagte, dass ich auch zumindest gewisse jüdische Wurzeln in mir habe, war ich erstmal, da habe ich mal angefangen, ein bisschen nachzudenken und meine Ideologie ein bisschen in die Ecke zu stellen und mich zu informieren über unsere Familiengeschichte. Natürlich über das Leid. Mein Vater hat dann auch ein Buch für die Familie geschrieben, das ist nie veröffentlicht worden, über sein Überleben 1944, 1945. Und da hat's so langsam bei mir begonnen, so der eine oder andere Groschen zu fallen. Aber es ist nicht so, dass ich mich belastet fühle, sondern dass ich sehr neugierig wurde eigentlich darauf, wie haben meine Eltern, meine Mutter war ja arisch, um diesen furchtbaren Begriff zu verwenden. Aber wie haben meine Eltern letztlich dieses Trauma des Krieges verarbeitet oder eben auch nicht verarbeitet? Das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Und das war wichtig auch für das Verständnis meiner Eltern. Und sicherlich auch kein leichter Weg für dich. Zum Schluss möchte ich gerne wissen, wie läuft's mit Tomorrow Labs GmbH? du hast recherchiert, dass ich habe noch nie in ein Startup investiert.
Und dann hatte ich den Dominik Duscher getroffen, mit dem ich dann später das erste Longevity-Buch gemacht habe. Er ist Regenerationsmediziner, Stammzellenexperte und sagte, ich will ein Buch über die zellulären Ursachen des Alterns schreiben. Ich bin aber Wissenschaftler und ich kann nicht populärwissenschaftlich schreiben. Ich habe aber schon ganz viele populärwissenschaftliche Bücher geschrieben und habe gesagt, oh, das interessiert mich, das mache ich. Und dann erzählte er mir, dass er aufgrund seiner persönlichen Studien in Stanford an der Universität in den USA eine Entdeckung gemacht hat über Regenerationsmechanismen in der Zelle, die angeschoben werden durch einen bestimmten Faktor, der Eisenmoleküle wegfängt, und Eisenmoleküle blockieren diesen Regenerationsfaktor in den Zellen, vor allem wenn du älter bist. So. Und das fand ich jetzt so spannend. Er hat daraus eine Kosmetiklinie gemacht, zusammen mit dem Dominik Thor, seinem Geschäftsführer. Und ich habe mir die Studien angeguckt. Ich habe gesagt, das erste Mal in meinem Leben investiere ich jetzt mal in so ein Startup. Und das lief unheimlich gut. Tomorrow Labs, vor allem es ist auch nachweislich studienbasiert, haarwuchsfördernd, wimpernwuchsfördernd, weil eben diese Regenerationsmechanismen in den Zellen angeschoben werden und der Faktor so ist, dass er auch wirklich in die Zellen kommt. Und dann hat Douglas gesagt, so, ja, wunderbar, finden wir einen ganz tollen Ansatz, science-based, also wissenschaftlich basiert, nicht nur irgendeine Phrase, die man da verspricht, du wirst schöner, jünger, alles Mögliche, sondern das kannst du wirklich wissenschaftlich durch einen neuen Effekt, der übrigens im Jahr 2019 mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet wurde, also das Ding steht. Das wollen wir. Ja, und dann ist es zu Douglas in die Regale gekommen und hat einen unheimlich tollen Start hingelegt. Und dann kam Corona. Und dann, weil das Produkt natürlich noch nicht so wahnsinnig bekannt war, ist ja logisch. Wir haben erst 2019 haben wir das überhaupt zu Douglas bringen können. Und dann war er erstmal ewig Shutdown und so weiter. Und dann gingen die Verkäufe zurück. Jetzt hat sich die Douglas-Strategie etwas geändert. So junge, kleine Firmen werden nicht mehr, das hat auch damit zu tun, dass natürlich auch Douglas in der Krise war, werden nicht mehr so gefördert. Also jetzt müssen wir richtig wieder ranklotzen, um auf die alten Verkaufszahlen zu kommen. Aber wir sind immer noch bei Douglas. Ich bin sehr gespannt, was dann das nächste Buch auch schon wieder wird. Aber erstmal ist das Neue draußen, der Verjüngungsplan, Gräfe und Unser Verlag. Ihr könnt es überall holen. Und ich freue mich, dass sie da war, die Autorin Nina Ruge. Vielen Dank für deinen Besuch in der Web-Talk-Show. Ich danke dir, Nico, für dein Interesse. Sehr gerne. Und du hast jetzt noch eine schöne Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal sagen wolltest, oder etwas, was dir wichtig ist. Du hast aber noch einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Und für euch da draußen gilt, mit sich selber zufrieden sein ist so ziemlich das Schwierigste auf der ganzen Welt. Und egal wie happy manche in sich wirken, so ein bisschen hat jeder. Und ich glaube, das macht uns auch menschlich. Deswegen bitte strebt keine Perfektion an. Braucht kein Mensch. Wir sehen uns morgen wie jeden Tag zur Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutjahr und jetzt die heutigen Abschlussworte von Nina Ruge. Bis dann. Wer hätte das gedacht? Alles wird gut. Aber ich habe einen Halbsatz dazu getan, weil ein Zuschauer ganz nett geschrieben hatte vor 2 Jahren während des Corona-Lockdowns. Frau Ruge, aber also mir haben diese 3 Worte wahnsinnig geholfen. Aber jetzt meinen Sie nicht, wo es doch so viel Polykrise gibt, so viele Krisen, man sollte vielleicht noch 4 Worte dazu tun, aber nicht von alleine. Und seitdem sage ich, alles wird gut, aber nicht von alleine.